Und herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Danke, ich hoffe, ihr habt wieder alle eingeschaltet. Und ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir haben hier eine Geisel haben wir erschossen. Oder was heißt Geisel? Eine haben wir erschossen, nur dass die zwei hier drin auf jeden Fall wissen, dass wir hier keine Faxen machen, ne? Und wir ein harter Junge sind, Alter. Dass die auf jeden Fall richtig Bescheid wissen, meine Freunde. Und ja, wir müssen jetzt den Zug wegbringen. Und ich hoffe, die Penner da drin bleiben leise, weil sonst, ne? Ihr wisst Bescheid, kriegen die ordentlich aufs Maul. Und ja, dann würde ich sagen, bringen wir hier erst einmal den Zug weg. Rennen hier vor. Oh. So, können wir da hier irgendwas... Nee, können wir nicht. Können wir den plündern? Ja, können wir. So. Ich hoffe, ihr habt alle wieder eingeschaltet und ja, mittlerweile die 5. Folge, glaube ich. Oh, oh, hier ist noch jemand zu plündern. Wir plündern natürlich alles. Plündern, sehr wichtig, ne? Hier, den können wir auch noch plündern. Und dann würde ich sagen, bringen wir den Zug weg. So. Da ist auch noch jemand zu plündern. Oh, ist das unser Pferd? Ja. Können wir das vielleicht mitnehmen? Oder läuft das nebenbei her? Das wäre auch cool. Wenn unser Pferd neben uns mitläuft. So. Dann würde ich sagen, los geht's, ne? Und schon fährt der Zug weg. So. Die haben uns ja wenigstens nicht erkannt, weil wir ja unser Tuch auf hatten, unsere zwei, sagt man dazu, Gefangenen, sag ich mal. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. So, unsere Reise geht weiter. Ist natürlich wunderbar. Okay, da kann ich nicht mehr mitsingen. Get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Aber richtig schöne Gegend. Weg von dem Schnee und rein ins Grünland.
So, dürfen wir jetzt auch wieder hier den Wagen steuern. Oh mein Gott. Okay. Let's take a look. Echt jetzt? Is everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right. Let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. So, machen wir das Rad mal wieder dran. Zack und zack. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Wir haben ein paar Indianer getroffen, wa? Not too far now. So, weiter geht's, würde ich sagen. We'll follow the river, then cut left, inland. Why are you going so slow? So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. So clear away from them, it was every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, so, schauen wir mal auf die Karte. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. So. We still heading the right way? Ich kann gar nicht reden, Leute. Ich kann nicht reden. In search of fortune and repose in virgin forests as we plan. Aber ist egal. Are we heading in the direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's?
Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay, thank you. Du kannst einige Kräuter erhalten, diese können verzehrt werden. Ey! Du kannst überall in der Spielwelt diese Pflanzen finden. Pflücke sie, um etwas über sie zu lernen. Okay. Also wir können anscheinend auch was über die Pflanzen lernen. Ja, gut zu wissen. Und ich denke wahrscheinlich können wir die kochen. Ich konnte es gerade nicht fertig lesen. Aber... Das ist ja nicht so schlimm. So, komm, wir Gummi hier jetzt. Alter, wo geht's denn hier durch? Einfach mitten durch. Oh, schön. Ah, die haben schon aufgebaut, okay. Das sind aber schnelle Aufbau, Leute. Ich sag's euch. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp
gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Okay. Und schon sind wir im zweiten Kapitel, meine Freunde. Oh, so. Schön. Du hast das erste Kapitel abgeschlossen. Das ist wunderschön. So. Ein paar Wochen später. Das Wetter ist auch immer noch schön. Rode east into some pretty enough country called the Heartland. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Okay, haben wir jetzt eine Kamera? Oh, unsere Map hat sich auf jeden Fall erweitert. Gut, schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Das ist wahrscheinlich hier unser Home. Das können wir auch noch ein bisschen untersuchen. So, was haben wir denn hier alles? Ist so logisch. So, ist das unser Buch? Nehmen wir es einfach mal mit. Dann haben wir schon wieder was gelernt. So, hier ist die Kasse, ne? Okay, da können wir anscheinend spenden. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir selbst wenig Geld haben. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Okay, der hat anscheinend ein paar Sachen für uns. Okay, ja, das ist schön. Okay. So, hier hinten können wir wahrscheinlich essen. Aber ich denke, unsere Stats sind eh voll, weil wir uns hingelegt haben. Oh, was ist hier? Ein Bild. Okay, vergrößern mal. September 1800. Was ist das? 88 oder 89? I don't know. Schreibt's in die Comments. So. Morgen. Morgen, morgen. Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Ja, ja, genau. Da haben wir doch recht. Aber schön, ne? Hier die Natur.
Diese ganzen Details. Ja, ist schon eine schöne Gegend hier, wo wir uns aufhalten. Ist wirklich eine schöne Gegend. So, gehen wir doch mal hier hin. Oh, wer bist denn du? Hallo, kleiner Mann. Pass mal auf, dass du hier nicht runterfliegst, ne? Boah, Alter, krass, ne? Sieht die richtig schön aus. So, gucken wir mal in unser Inventar. Können wir gar nicht aufs Waffenrad zugreifen? Nein. Lagerkasse 27. Dollar. Okay. Was ist das hier? Morning, Mr. Morgan. Kann der irgendwas, oder? Wenn hier was untersuchen. How is that food coming along, Mr. Pearson? Okay, der macht anscheinend auch Essen. Alter. Hey, wer hört denn hier so eine Musik an? Was ist hier los? So, er gönnt sich richtig. So, wir gehen mal weiter. Mit unserem schönen Pferd haben wir hier. Okay, wer ist hier? Der gute alte Onkel. Aber gucken wir uns erstmal bei den anderen Charakteren um. Alter, er ist es aber richtig weit weg, ne? Ich wollte eigentlich die Karte hier erweitern. Oha! Ist das hier? Nein. Okay, ich denke, da müssen wir etwas weiter mit dem Pferd reiten. Wahrscheinlich ist es irgendwo da hinten und JE ist auch recht weit weg. Und Onkel ist hier in unserer Basis. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann weiter mit Onkel. Und dann schauen wir mal, wo wir noch so hinkommen, ne? So. Ah, okay, das ist... Ah ja, genau, genau. Das ist unsere Basis, sage ich mal. Oder unser Heim. Können wir dann auch noch mal schauen, was haben wir denn hier? Ah. Haben wir hier etwas Munition? Ja, das ist ja unseres hier, ne? So. Möchte mich mal hinsetzen. Können wir dann irgendwie weitere Funktionen? Was haben wir denn so? Okay, wir können jetzt nur hier... Oh, sind wir jetzt, als wir jung waren? Also wahrscheinlich der, wo steht, ist wahrscheinlich Dutch, oder? Also es sieht irgendwie vom Gesicht her ein bisschen so aus. Sein Vater? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber das ist doch nicht... Das ist nicht wir, ne? Und was Onkel? Was Dutch, der auf dem Bild, der wo stand? Schon irgendwie, ne? Der hatte schon irgendwie den Blick vom guten alten Dutch. Und hier könnten wir uns rasieren. Ja, ja. Alles klar. Okay, aber nein. Der Bart passt doch so, oder? Richtig männlich sieht das aus hier mit unserem schönen Bart. Okay, das Bild haben wir hier schon untersucht, oder? Weiß es nicht. Denke schon. So. Hier schlafen irgendwelche anderen Leute drin. So, aber dann soll es das für diese Folge gewesen sein, meine coolen Freunde. Und ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben lauter Briefe noch, oder? Okay. Hier wird unternehmens auf der Entlassung von Marion Williams aus dem Militärdienst der Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes und
Ungehorsams bescheinigt. Datiert auf den 27. Tag im Dezember 1892. Dienst haben der Offizier, was? Colonel Harold T. Irving, 15. Alles klar. In der Infanterie. So, dann legen wir mal wieder weg. Und ja, meine Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier in unserer schönen Basis. Und ja, wir setzen uns hier jetzt noch hin. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Seid wieder mit dabei und ciao.